Ich möchte zuallererst mal meiner geistigen Tochter danken, die mir diese wunderbare Idee gab, die auch so teilenswert ist. Danken schützt vor Wanken. Heute kannst du aktiv mitmachen. Ein kleiner Aufwand, einen Schreiber, Zettelchen, eine Schale oder Dose. Oder Briefumschlag oder eine Box. Ich habe mich jetzt für diese schöne Box mit Snoopy entschieden. Du schreibst mal alles auf, wofür du dankbar bist. Ich bete jetzt, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du jetzt dem Zuhörer, der Zuhörerin zeigst, wofür er oder sie jetzt gerade dankbar sein kann und dass es vom Gedanken aufs Papier kommt. In Jesu Namen. Amen. Uns möge wirklich ein Licht aufgehen, dass das Danken einen Mega-Impact hat. Im Danken fokussieren wir uns auf Gott. Wir fokussieren uns weg von dem, wo wir Mühe hatten. Mein Mann und ich haben lange die Übung gemacht. Es war seine Idee, dass ich drei positive Dinge am Abend aufzählen musste. Es war gar nicht so einfach, da ich ein sehr negativer Mensch war, weil das Negative erzeugt auch eine Energie, auch wenn es eine negative ist. Dann schreib mal auf. Ich teile jetzt mit dir, was auf meinen Zettelchen steht. Ich bin dankbar für Gottes Treue, Liebe und Geduld. Für die Finanzen, die Gott mir immer wieder schenkt, die Gesundheit, in Jesu Striemen bin ich geheilt. Deutschland, dass wir frei glauben dürfen, dass es ein Sozialstaat ist. Den super Hochzeitstag, den mein Mann und ich gestern feiern durften. Dass ich nicht bleiben musste, wie ich war. Für meine Ehe, dass Gott an mir dran ist. Ich mache auch noch einen Brief rein, Ermutigungsbrief. Und so kannst du dann, wenn du mal einen Moment hast, wo du eigentlich nur noch siehst, was dir fehlt, oder du das Gefühl hast, du hast Mangel, diese Box öffnen, vielleicht auch einen Ermutigungsbrief lesen. Hey, so toll die Arbeit, die du tust. Ich bin so dankbar. Es macht so einen Unterschied. Sei reich gesegnet und dann vielleicht die Zettelchen liest und über dir proklamierst. Wir haben so viel Grund zu danken. Schon nur, dass wir Strom haben, fließend Wasser und ein Dach über dem Kopf. Da haben wir mehr, als viele Menschen es auf der Welt haben. Wenn du ein Handy hast, hast du viel mehr, als ganz viele Menschen auf dieser Welt haben. Wir haben so einen Luxus und vergessen manchmal dieses Fokussieren. So vieles will uns ablenken. Zum Beispiel heute Morgen hatte ich so wieder dieser Ausschlag an den Füßen. Der Körper will dann die Aufmerksamkeit auf sich lenken, ist so eine Abwegwiese. Natürlich kann vieles auch psychosomatisch sein, aber ich merke jedes Mal, wenn ich ein bisschen überfordert bin oder mich innerlich aufrege, dann kommt das. Also habe ich heute Morgen mit meinem Mann zusammen gedankt, dass Gott mich schon geheilt hat im Unsichtbaren und ich hole es ins Sichtbare. Doch wenn ich noch nicht jetzt alles hier sehe und die Füße ab und zu noch jucken, ich halte an dieser Heilung fest und ich bin dankbar. Ich bin dankbar für Jesus, der mich losgekauft hat. Weißt du, wir haben so viel Grund zu danken. Und wie ich, glaube ich, schon sagte, es schützt vor Wanken. Fokus Jesus. Halleluja. Ich wünsche dir einen dankbaren Tag.